Dazu hat sich, glaube ich, die Geschichte, mit der sich dieser Song auseinandersetzt, gewünscht. Viele Jahre wurden die Indianer von den weißen Siedlern aus ihren Gebieten vertrieben und in Reservate umgesiedelt. Einer der letzten Stämme waren die Cherokee-Indianer. Sie hatten es im Laufe der Zeit zu Wohlstand gebracht, indem sie Land an die US-Regierung verkauften. Mit dem Geld bauten sie Villen und Farmen, hatten Plantagen und Sklaven. Sie kleideten sich wie die Weißen, lernten Englisch, Lesen und Schreiben und galten als angepasst und zivilisiert. Und sie glaubten, dass sie dadurch einen besonderen Status hatten. In den Augen der Siedler waren sie jedoch immer noch Indianer. Als dann noch auf ihrem Land Gold gefunden wurde, wurden sie im Sommer 1838 von 7000 US-Soldaten überfallen. Sie plünderten ihre Farmen und eigneten sich an, was sie haben wollten. Die Indianer waren davon vollkommen überrascht, sodass sie keinen Widerstand leisten konnten. Sie wurden zusammengetrieben, in ein Lager gebracht und mussten dort auf ihren Abmarsch in den Westen warten. Für 18.000 Cherokees begann kurz vor Wintereinbruch der Marsch der 1000 Meilen. Schlecht gekleidet, schlecht ernährt und ohne medizinische Betreuung wurden sie von den Soldaten mit Bajonetten vorwärts getrieben. Für diesen mörderischen Trek benötigten sie 6 Monate. Einer Schätzung zufolge starben auf diesem 1600 Kilometer langen Weg nach Oklahoma 4000 Menschen. Noch heute wird dieser Marsch als Trail of Tears, der Zug der Tränen, bezeichnet. Zur selben Zeit, als die Menschen in Scharen starben, berichtete der Präsident dem Kongress Folgendes. Die Regierung hat das Problem der Indianer gerecht und gütlich gelöst. Man bemüht sich um ihre Zivilisation und wird von den besten humanitären Gefühlen geleitet. Unablässig achtet man darauf, dass die Indianer keinen Schaden erleiden. Zu Trail of Tears wurde ein Tanz choreografiert und den zeigen wir euch jetzt. Let them soar like eagles.